TomTom Go. Ihr habt diese Dinger vielleicht schon gesehen. Man sieht sie im Fernsehen dauernd und auch auf den Bussen und so weiter. Diese netten Navigationssysteme, die eigentlich nicht viel mehr als ein PDA sind. Und das Schöne an diesen Geräten ist, dass sie von Haus aus unter Linux laufen. Und wir haben praktisch den Nachweis angetreten, dass da Linux drauf läuft und den Hersteller dazu bewegen können, die Sourcen offen zu legen. Aber alles der Reihe nach. Erstmal, was wollen wir euch überhaupt erzählen? Erstmal, die Geschichte des Hacks. Also, wie haben wir das Ding zerlegt? Wie konnten wir beweisen, dass da überhaupt Linux drauf ist? Und dann auch, wie sind wir so weit gekommen, ein eigenes Image auf dem System booten zu können? Dann wollen wir auch noch ein bisschen was sagen, was jetzt auch in den Proceedings nicht drin steht, nämlich eben noch einen Überblick über die Hardware geben, was für Peripheriegeräte sind mit an Bord im TomTom Go und wie ist das Ganze überhaupt konstruiert und zusammengebaut. Und zum Schluss wollen wir noch ein bisschen Tipps geben, wie man mit den Treibern, die im Go-Kernel, im inzwischen veröffentlichten Go-Kernel drinnen sind, wie man mit denen umgeht, wie man die programmiert. Fangen wir mal an. Was tut das Ding überhaupt? Im Originalzustand, so wie sich der Hersteller das vorstellt, ist das ein Navigationssystem. Das kommt mit so einem Gummisauger, mit dem man das Ding irgendwie an die Windschutzscheibe von einem Auto kleben kann. Und je nach Version ist da eine unterschiedlich große Straßenkarte drauf. Sind auch noch ein paar andere Features dabei. Zum Beispiel die größeren Modelle sind als Bluetooth-Freisprecheinrichtung verwendbar am Handy. Und das sind dann so die Abstufungen in der Modellreihe von TomTom. Alle Modelle exportieren ihr Speichermedium, also entweder den SD-Card-Slot oder die eingebaute Festplatte, als USB-Storage-Device. Das heißt, es ist relativ einfach, auf dem Gerät Karten nachzuinstallieren oder ein Update zu machen, nachdem sich das Ganze als externe Festplatte präsentiert am Rechner. Das ist auch sehr schön, weil der Kernel liegt auch auf der SD-Karte und man kann das Gerät beim Hacken praktisch nicht kaputt machen. Also nicht irgendwie ein Flash kaputt flashen, so ähnlich wie beim Linksys-Router, wo das ja hin und wieder Probleme gibt. Man kann einfach eine zweite SD-Karte nehmen mit einem eigenen System drauf und wenn man die Originalkarte wieder reintut, ist es wieder ein Navigationssystem und man hat nichts vernichtet oder braucht keinen Garantiefall in Anspruch nehmen. Dann gibt es vom Hersteller ein SDK für das Ganze, aber ich denke mal, das ist latent uncool, sowas direkt zu benutzen, wir können das besser. Und da ist eben unser Joker. Das Betriebssystem ist von Haus aus Linux, also TomTom hat von Haus aus auch gar nicht erst versucht, da irgendwie ein Windows CE oder so einen Unfug zu machen, sondern man hat sich gleich für Linux entschieden und uns damit natürlich den roten Teppich hingerollt. Was könnten wir tun, wenn wir einen eigenen Kernel hätten und ein eigenes Image booten könnten? Auf der Hand liegt natürlich der obligatorische MP3-Player. Nachdem ein ganz schönes Display dran ist und das Ding eh schon ausschaut wie ein Fernseher, wäre also ein Videoplayer vielleicht auch ganz nett. Dann kamen so Ideen wie Digicam-Kopierstation, also irgendwie, um im Urlaub die Bilder von der Digicam auf irgendeinen größeren Speicher umzukopieren, ohne gleich Notebook oder sowas mitzunehmen. Dann, nachdem das Ding im Auto hängt, eine Rückfahrkamera, ist vielleicht in einem Wohnmobil gar nicht falsch. Gut, die Spielkonsole, da wird der Tommy dann später noch einiges zu zeigen. Wardriving, ich denke, ich muss nicht mehr sagen, das WLAN-Netz hier spricht ja Bände. Und dann natürlich auch noch die Dinge, also Open Embedded, Qtopia, GPE, also die Palmtop Environments, nachdem das Ding auch eine Palmtop oder PDA-Plattform ist, von der Hardware her, liegt es eigentlich nahe, da auch vielleicht noch Termine drauf zu verwalten. Die Dinge Linux und die GPL. Im Prinzip hätte das, was jetzt alles kommt und was wir euch zeigen werden, nie stattfinden dürfen, weil TomTom natürlich von Haus aus die Sourcen hätte offenlegen müssen für den Kernel. Das ist nicht so gelaufen, wie es hätte sein sollen. Die Aussagen von TomTom waren, es ist halt auf der Prioritätenliste nicht so ganz oben gewesen und dann kamen natürlich andere dringende Sachen und Bugs mussten gefixt werden und so weiter und so weiter, man kennt das ja.
Gut, wir haben dann ein bisschen nachgeholfen, das hat dann geklappt. Also, was muss offengelegt werden? Der eigentliche Experte dafür ist eigentlich der Harald Welte. Und ja, seine Aussage ist natürlich erstmal die GPL-Quellen, also der Kernel, der verwendet wird, oder der veränderte Kernel vor allem. Dann die zugehörige Toolchain, um das Ganze kompilieren zu können. Und dann auch noch Build-Tools. Das ist besonders deswegen interessant, weil die Images signiert sind im TomTom Go. Das heißt, man kann nicht einfach einen Kernel kompilieren und den dann starten. Das nimmt das Gerät nicht. Und insofern sind die Build-Tools gar nicht uninteressant, weil die diese Signatur ausrechnen können. Gut, auf www.gplviolations.org kann man das Ganze auch nochmal nachvollziehen von der rein rechtlichen Seite. Der Harald hat da eine ganze Menge Projekte zusammengetragen, auch Fälle und so. Das ist recht interessant, da mal ein bisschen reinzugucken. Gut, ja, erste Schritte. Was tut man, wenn man jetzt so ein Gerät in der Hand hat, man vermutet oder weiß vielleicht schon, dass Linux drauf ist und man möchte da irgendwie jetzt an Informationen kommen? Ja, erstmal hat man nicht viele Möglichkeiten, man drückt halt jeden Knopf, der dran ist, und da am TomTom Go exakt ein Knopf dran ist, nämlich die Power-Taste, drückt man halt den, und wir sind ja ein bisschen kreativer, deswegen drücken wir den sehr lange, und sieh da, das Gerät bootet nicht einfach mit dem normalen TomTom-Logo-Bildschirm, sondern es kommt gleich eine ganze Menge zusätzliche Informationen. Also hier zum Beispiel die Bootloader-Version, Speicher, sieht man hier 32 Megabyte, irgendeine Product-ID. Da liegt dann zum Beispiel nahe, dass da vielleicht die Freischaltcodes für die Straßenkarte irgendwie mit in Zusammenhang hängen. Ja, dann Kalibrierungsdaten für den Touchscreen, Batteriespannung und ja, es hat noch eine Echtzeituhr an Bord. Ja, dann gibt es noch andere Möglichkeiten, dem Gerät auf die Pelle zu rücken. Das wäre zum Beispiel ein JTAG-Port. Da wird es dann langsam unverschämt und auch ein bisschen gefährlich. Man kann das Ganze ja auch vermutlich leicht kaputt machen. Zum Glück haben wir das JTAG bisher nie gebraucht. Das hat uns viel Ärger erspart. Ja, Fehlermeldungen und Abstürze. Wenn das Ding irgendwas tut, was es nicht tun soll, dann gibt es dabei meistens mehr Informationen, als man sich das vielleicht wünscht. Man kann relativ schnell auf irgendwelche Ideen kommen, wie das Ding innen drin funktioniert. Mal weiter. Ja, auf der SD-Karte ist ein Dateisystem und da sind, das ist FAT32 oder FAT16, je nach Größe. Da ist eine ganze Menge Daten drauf. Und unter anderem ein File namens TT-System, das ist gut 2 MB groß. Und irgendwie könnte man sich denken, TT für TomTom, das könnte vielleicht den Kernel enthalten. Gut, obligatorisches Tool, das Strings-Kommando, das führt dazu, dass hier so diese Liste rauskommt. Oh, bin ich nicht laut genug? Oh, Entschuldigung. Ja, Strings legt die Sache dann auch wirklich offen. Und zwar ist hier eigentlich der bekannte String Uncompressing Linux. Also es ist klar, wir haben hier ein Linux-System. Damit ist der Beweis eigentlich schon abgeschlossen oder fast abgeschlossen. Ja, gucken wir das Ganze noch ein bisschen genauer an. Es zeigt sich dann auch recht schnell, dass da die Magic Bytes von gzip auftauchen, 1F8B. Das heißt, das ist erst der Loader und hinten dran hängt der komprimierte Kernel, so wie das halt ist, wenn man ein Z-Image baut für einen Linux-Kernel. Das Ganze kann man dann abtrennen und mit gzip auspacken und dann kommt wieder das Strings-Kommando und dann hat man das System wirklich vor der Nase liegen und kann haarklein sehen, welche Features im Kernel auch eingeschaltet sind. Das ist recht wichtig, weil der Harald, der ja dann die Abmahnung gemacht hat, nicht die Rechte an allen Einzelteilen des Kernels hält, sondern ja praktisch in Vertretung für die Originalautoren praktisch Vollmachten für einzelne Teile hat. Das heißt, er muss sicherstellen, dass einer der Teile, den er vertreten darf, in dem Ding drinnen ist. Das war hier der Fall, nämlich die Init-RAM-Disk oder der Code für die Init-RAM-Disk und damit ging das dann eben rechtlich gerade. Gut, wir haben eines wie hier zu sehen ist, also eine serielle Konsole auf irgendeinem Port. Dann haben wir eine Init-RAM-Disk, wir haben einen 2.4er Kernel, das ist jetzt schon ein bisschen älter, inzwischen ist TomTom weiter, wir sind jetzt bei 2.6.10 inzwischen. Oder noch weiter, Thomas? 13, also noch ein Stück weiter.
Ja, wir haben ein FAT-Dateisystem für die SD-Karte, das war vorher schon klar. Und wir haben ein X2 für die Init-RAM-Disk. Ja. Damit ist der Beweis angetreten, es ist klar, was für Einzelteile im Kernel drin sind und was notwendig ist, um die Sache praktisch juristisch verfolgen zu können. Ja, TomTom ist dann auch nicht so recht in die Gänge gekommen, wir haben da Mails hingeschrieben und so weiter, das hat die alles nicht so interessiert. Der Harald hat dann einen großen Händler abmahnen lassen und dann kam auch ziemlich schnell ein Fax, dass ihnen das furchtbar leid tut und so weiter. Und seitdem sind wir alle beste Freunde. Ist nicht zynisch gemeint, ist wirklich so. Nach der kleinen Einordnungsaktion ist TomTom inzwischen, würde ich mal sagen, ein echtes Vorbild, was GPL, Umgang mit der GPL und mit Community, ja, Code angeht. TomTom ist inzwischen wirklich so weit, dass die Sourcen vor einem Update im Netz stehen auf der Webseite zum Runterladen oder mindestens mal gleichzeitig. Also damit dürften sie ziemlich eine Ausnahme sein. Und soweit ich mich erinnere, haben sie auch immer Mails geschrieben an Harald und noch ein paar andere, um zum Beispiel die Webseite mit den neuen Sourcen noch mal quer zu lesen, so nach dem Motto, haben wir was vergessen, habt ihr noch was beizusteuern dazu? Also ist echt sagenhaft. Auch noch hier was gleich rausräumen, und zwar TomTom hat mitgekriegt, dass wir hier heute den Vortrag halten und ein paar, ja, naja, Gadgets geschickt. Ihr dürft euch hier dann mal bedienen, das sind Labyrinth-Tüten und Schlüsselbänder, also praktisch ein bisschen was zurück an die Community. Gut, TomTom hat trotzdem noch ein bisschen Zeit gebraucht und wir waren neugierig und hatten unser Spielzeug in der Hand und ja, irgendwie mussten wir da jetzt was Eigenes drauf booten. Ihr kennt es sicher mit dem Kribbeln in den Fingern und deswegen haben wir weitergesucht. Also ging es weiter, wieder ein GZIP Magic gesucht und diesmal die Init-RAM-Disk ausgepackt. Ja, die haben wir dann über Loop gemountet, da hat sich dann ziemlich schnell gezeigt, das ist ein Busybox-System. Da gibt es eine Anwendung drin, die heißt TTN, steht vermutlich für TomTom Navigation und das ist irgendwie 4 MB groß oder sowas, dieses File, also ist nach dem Auspacken ein ziemliches Monster. Ansonsten tut sich in dem Dateisystem recht wenig, außer halt die noch notwendigen Init-Skripten und da zeigt sich zum Beispiel, dass es hier, sobald ein File da ist, das ist hier in der Variablen definiert, wird das Ganze mit einer Shell gestartet und ansonsten ohne. Okay, das File war nicht da. Das ist natürlich blöde, das heißt, ja, wir wussten, es könnte irgendwo eine Shell geben, wenn wir dieses File dahin bauen, das heißt, wenn wir ein eigenes Image bauen können. Wir sind dann auch noch so wagemutig gewesen und haben uns überlegt, die basteln die ganze Zeit mit einer Konsole rum und die werden vermutlich auch nicht die ganze Zeit da sitzen und mit dem Lötkolben irgendwo Drähtchen ranfummeln. Das heißt, vermutlich ist diese serielle Schnittstelle, auf der die Konsole liegt, von außen zugänglich. Ja, da haben wir dann gesucht und uns das Gerät nochmal angeguckt. Das hat hinten zwei Stecker, 5 Volt und den USB-Device für das USB-Storage. Das ist ganz nett, das kann man auch umschalten als Hostport. Ich denke, da fallen so langsam die Schalterchen bei euch um, was man da so treiben kann. Ja, dann auf der Unterseite ist ein Stecker für die GPS-Antenne und dann sind da 2 Stecker ohne weiteren Kommentar, die eine Menge Pins mitbringen. Die Docking Station, also dieser Gummisauger für die Fensterscheibe, hat da einen Stecker für und da wird eigentlich nur 5 Volt angeschlossen. Also irgendwie halt das Ding zum Aufladen angeklemmt. Gut, wir haben dann mit dem Scope ein bisschen gesucht. Das sind jetzt Bilder von OpenTom.org. Ich glaube, dieser Scope hier gehört Werner Almesberger. Also der hat da praktisch aus Südamerika noch mitgebastelt. Ja, und der Scope hat dann auch recht schnell gezeigt, dass da Pulse kommen, die sehr seriell aussehen. Und Tatsache, hier auf den 2 Pins liegt die serielle Konsole. Masse haben wir auch gefunden und weil wir ja unseren MP3-Player noch bauen wollten, haben wir da auch gleich noch danach gesucht.
Audio links und rechts haben wir also auch noch aufgetrieben. Das Ding ist auch noch Stereo. Wunderbare Sache. Genau genommen, wir wissen es inzwischen ein bisschen präziser, ist da auch der Soundchip drin, der im iPod drinnen ist. Also es klingt sagenhaft gut, wenn man ordentliche Lautsprecher anschließt. Ja, gut. Konsole ist da, die Shell immer noch nicht. Es geht also weiter mit dem Zerlegen von diesem Boot-Image. Und dann haben wir uns mal genauer angeguckt, was dieses TT-System-File überhaupt ist. Also es enthält offensichtlich gleichzeitig einen Kernel und das Dateisystem. Also müssen da irgendwelche Marker sein noch, die praktisch dem Bootloader sagen, wo da die Grenzen zwischen den beiden Images sind. Liegt ja alles relativ auf der Hand. Wir haben das dann, Hexeditor ist hier Hackers bester Freund, auseinandergelegt und haben festgestellt, also es gibt eine Längenangabe, da gibt es dann auch einen Abschnitt, der gut dazu passt. Dann steht da irgendwie eine konstante Zahl, die bei allen Images immer die gleiche war. Inzwischen wissen wir, dass das die Zieladresse ist, wo dieser Abschnitt hingeladen wird. Dann kommen die eigentlichen Daten, ja, und dann kamen 16 unbekannte Bytes. Gut, dann geht das Ganze nochmal los, wieder Längenangabe, wieder eine Zieladresse, wieder Daten, wieder 16 unbekannte Bytes. Und zum Schluss nochmal ein Block, der sagt praktisch dem Bootloader, wo er denn hinspringen soll, damit das ganze Ding loseiert. Okay, wir haben also ein neues Image gebaut, haben das zusammengesetzt, haben da die Stücke reinkopiert. Bootloader hat immer nur durchgekreuzte Festplatte gezeigt im Display. Also er wollte das nicht wirklich. Ja, an der Stelle kamen dann die 16 mysteriösen Bytes. Wer schon mal ein bisschen mit Hash-Algorithmen gebastelt hat, kommt dann ziemlich schnell auf MD5 und MD4. Hat nicht wirklich gepasst, leider. Also da kamen ganz andere Zahlen raus. Aber es gab einen entscheidenden Fehler. TomTom hat ein Bootloader-Update veröffentlicht. Und nachdem Public-Key-Kryptographie bei 16 Bytes eventuell ein bisschen schwierig sein könnte für eine Signatur, haben wir uns gedacht, symmetrische Verfahren, da ist vielleicht was im Busch. Gut, wir haben den Bootloader genommen und haben ihn in unseren Hexeditor geladen und haben, das war wirklich einfach so eine Verzweiflungstat, nach den Permutationsfunktionen, den MD5-Steps gesucht und den darin enthaltenen Konstanten. Also es gibt ja diese ganze Tabelle, die so durchgeklappert wird, bis es ein MD5 dann wirklich ist. Und Tatsache, die tauchen hier auf. Also man kann das sehen, die Byte-Order ist natürlich genau umgekehrt. Hier geht es dann weiter, 5, 6, das ist hier oben, B7, also es ist wirklich genau diese Tabelle. Okay, damit ist klar, also es ist offensichtlich MD5-Code in diesem Bootloader drinnen, das kann kein Zufall sein. Gepasst hat der Hash aber trotzdem leider nicht, deswegen mussten wir weitersuchen. Und haben, das hat ja schon mal gut geklappt, haben wir einfach in unserem User-Source-Linux-Krypto einfach alle übrigen Algorithmen durchgeschaut und haben wieder was gefunden mit übereinstimmenden Permutationskonstanten. Und diesmal war es Blowfish. Okay. Also, wir haben einen MD5-Hash und wir haben den Blowfish-Algorithmus. Damit ist zumindest die Hoffnung auf einen symmetrischen Cipher bestätigt. Jetzt muss eigentlich nur noch der Key irgendwo herkommen. An der Stelle wurde es dann juristisch etwas komplizierter. Wir sind der Meinung, es war im Sinne der Operabilität. Wir haben dann einen Disassembler rangesetzt an das Problem. Das hat uns circa 2 Nächte gekostet. Und hinten ist dann diese Zahlenkolonne rausgefallen. Und mit dieser Zahlenkolonne war dann folgender Vorgang möglich. Den Image-Abschnitt nehmen, MD5 ganz klassisch bilden, dann diesen MD5 mit dem Blowfish-Krypten mit diesem Key hier und dann fällt genau die Zahl raus, die auch im Original drinnen steht. An der Stelle war es geknackt. Das war der Hack. Und in diesem Moment konnten wir eigene Images bauen und booten. Und an der Stelle übernimmt jetzt der Tommy.
auch von mir erstmal herzlich willkommen hier zu unserem Vortrag. Nachdem der Christian jetzt mal ein bisschen über die Geschichte des Hacks erzählt hat, will ich ein bisschen über den aktuellen Stand erzählen. Als wir das damals angefangen haben, gab es genau ein Gerät. Das war hier das Classic, auf dem haben wir das Ganze veranstaltet. Inzwischen gibt es eine ganze Familie, 6 Stück, um genau zu sein. Das Classic ist immer noch das alte. Es gibt jetzt One, Go 300, Go 500, Go 700 und Rider. Rider ist also das Modell für Motorräder. One ist so ein bisschen das Budget-Modell und die Go 300 bis 700 liegen dann dazwischen. Da gibt es dann auch unterschiedliche Karten dafür. Das interessiert uns aber soweit gar nicht. Was für uns interessant ist, ist die Hackability, was wir hier mal reingeschrieben haben. Interessant an den ganzen neuen Geräten ist, dass sie alle Bluetooth eingebaut haben. Da kommen wir später noch dazu. Go 500 und Go 700 haben sogar einen Mikrofoneingang hier als AD gekennzeichnet. Das wird im Produkt verwendet für eine Freisprecheinrichtung. Kann man aber auch anderweitig natürlich einsetzen. Der Beschleunigungssensor, der im ursprünglichen Classic mal drin war, ist jetzt nicht mehr drin. Allerdings ist in den Budget-Modellen jetzt nicht mehr drin, in den teureren immer noch. Go 500 und Go 700, da kann man sogar so eine Funkfernbedienung, die dann so 10 Meter weit geht, mit verwenden. Das ist also richtig lustig. Wir empfehlen für alle, die damit basteln wollen und danach begeistert sind oder sowas schon immer mal haben wollten, das Go 500. Das Go 700 hat einen kleinen Nachteil, das hat eine Festplatte eingebaut. Warum das ein Nachteil ist, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Die Hardware-Tabelle findet sich auch nochmal in den Proceedings in unserem Artikel, also da ist das auch nochmal genauer erklärt. Hier ist jetzt das eine schematische Darstellung von der ganzen Veranstaltung. Also wir haben hier oben erstmal das TFT, was man von vorne sieht, mit Display-Controller und Touchscreen. Angeschlossen das Ganze an einem Samsung S3C 2410 bzw. 2440 in den neueren Modellen. Das ist ein ARM-Core 920T mit 200 bzw. 380 MHz. Wir haben 64 MB RAM drin, das stand gerade schon in der Tabelle. 512 Kilobyte Flash ist nicht so viel, wir brauchen aber auch nicht mehr, weil wir können ja vom jeweiligen Speichermedium booten. Und hier kommt jetzt der Trick. Während also bei allen außer dem Go 700 hier das MMC angeschlossen ist, ist beim Go 700 hier eine Festplatte. Die Festplatte hängt an einem IDE-Bus. An dem IDE-Bus hängt auch eine IDE-USB-Bridge, die dann nach draußen zum USB-Port führt. Und da liegt auch der Hund begraben. In den anderen Modellen führt der USB-Port zur CPU, die dann das USB-Device emuliert auf die SD-Karte. Diesen Port kann man umschalten, softwaremäßig. Wenn man dann noch 2 kleine Widerstände dazu bastelt, hat man ein Gerät, was USB-Host kann plötzlich. Da kann man dann also allen möglichen Krimskrams dran anschließen. Wir zeigen das auch daher noch mal ein bisschen. Bluetooth ist bei allen bis aufs Classic eingebaut. Das ist oben mit auf der Platine, wird so für die Handykupplung verwendet in den Geräten. Da kann man dann irgendwelche Zusatzdaten mit runterladen. Für uns ist das natürlich auch super. Bluetooth, Mäuse, Tastaturen. Wir werden über Bluetooth nachher noch einen Weg vorstellen, wie man mit diesen Geräten auf diesen Geräten entwickeln und programmieren kann, ohne irgendwie die Garantie zu verletzen, beziehungsweise ohne sich überhaupt mit dem Schraubenzieher daran zu schaffen zu machen. GPS ist natürlich in allen Geräten drin, sinnvollerweise für Navigationssystem. Die neueren Geräte haben sogar schon ein SIRF 3. Also wer weiß, was das bedeutet, der weiß, dass es gut ist. Den anderen sage ich das jetzt einfach mal. Und die ganzen teureren Geräte haben zusätzlich noch einen Beschleunigungssensor. Also wir haben uns bisher verkniffen, irgendwie so eine Highscore-Anzeige zu programmieren für die Ampel oder so, aber das kann man alles damit machen. Ja, noch ein recht interessanter Teil. Christian, entfernt doch mal mein Telefon da von dem, oder irgendein Telefon von dem Mikrofonkram, weil das pfeift die ganze Zeit da rein. Gut, danke. Wir haben noch ein Audio-Codec, das ist derselbe wie im iPod eben. Mikrofon und Line gehen raus auf den Dock-Connector und eingebaut ist ein Verstärker und da hinten dran ein Lautsprecher. Und da kommen wir jetzt auch gleich zu einem ganz wichtigen Punkt. Diese Lautsprecher sind recht groß. Also wenn man das im Profil anguckt, hier vorne ist Bildschirm, der kleine Teil, da unten ist irgendwo CPU, der Rest ist Akku und Lautsprecher. Das heißt, die Dinger sind richtig laut und zwar so laut, dass sie auch bei 200 noch die Richtung ansagen können, in die man fahren will.
Also ich hab das, wir haben das irgendwann nachts um 3 hatten wir den Hack, dass wir einen MP3-Player starten konnten. Und wir haben das dann irgendwie 10 Minuten laufen lassen und dann kamen auch schon die Untermieter und meinten, wir sollten doch dann mal bitte die Musik lauter leiser machen. Also das hat recht Durchsatz, das Ding. Wir haben hier noch ein paar GPIO-Pins, die rausgelegt sind. Die werden im Original für Docking-Sense und Lichtsensoren, was weiß ich was, Zündung verwendet. Allerdings kann man die natürlich auch anderweitig einsetzen. Und eben dieser berühmte TTYS0, die serielle Schnittstelle, über die wir dann auch Zugang zu dem System kriegen können. Da ist ganz empfehlenswert, wenn man das hat, wenn man Kernel-Debugging machen möchte. Also man braucht selbst dazu das Gerät nicht aufzumachen. Man braucht einen Pegelwandler, weil die Schnittstellen liegen hier mit 5 Volt Pegel an, das mag der Rechner nicht so. Man muss da also irgendwie mit dem Max 3232 operieren, aber das ist eigentlich für einen Bastler kein Problem. Wer nicht basteln möchte, für den gibt es auch dann gleich noch eine Lösung. Gut, hier sind die Dockports nochmal erklärt, was da alles rausliegt. Das ist also der Dockport von dem Classic-Modell, von dem älteren. Man sieht hier eine serielle Schnittstelle mit RTS und CTS. Warum RTS und CTS rausliegen, weiß der Himmel. Die werden im Linux-Treiber noch nicht mehr unterstützt. Aber offensichtlich waren Pins übrig. Da unten liegt der JTAG komplett. Das ist nur bei dem Classic so, aber den braucht man eigentlich auch nicht. Es gibt Signal Ground natürlich. Das sind diese Docking Sense Pins, von denen ich gesprochen hatte. Car Radio Mode, Ignition Sense. Das brauchen wir alles nicht. Wichtig sind die 5 Volt, mit denen man sie laden kann. Und natürlich die Line-Out Pins, mit der man das dann an Autoradio anschließen kann oder an die Stereoanlage oder was auch immer. Bei den neueren Modellen schaut es so aus, die haben nur noch eine Leiste, dafür mit mehr Pins, die sind auch kleiner, also noch schlimmer zum Löten. Dafür liegt hier noch ein Mikrofon in mit drin und die JTAG-Pins sind weggefallen, ansonsten ist das eigentlich äquivalent. Ja, jetzt kommt die Sache mit dem USB. Also ich habe hier oben mal aufgemalt, wie normalerweise eine USB-Verbindung aussieht oder physikalische USB-Geschichte aussieht. Das hier ist also der USB-Host, der hat irgendwo so ein OHCI oder UHCI eingebaut. Da liegen jeweils zweimal, jetzt habe ich irgendwie weitergeklickt, Entschuldigung, da liegen irgendwie zweimal 15 Kiloohm Widerstände auf Masse als Terminierung auf Host-Seite und einmal 1,5 Kiloohm auf Spannung auf Client-Seite, damit erkennt der Host, dass ein Client angesteckt wurde. Also so schaut das Ganze normal aus. Hier in der Mitte ist dann das Kabel, was die beiden Geräte verbindet. Und wenn man das zusammensteckt, funktioniert das. Im TomTom schaut das Ganze so aus. OHCI und USB-Device von dem Chip liegen einfach aufeinander auf denselben Pins. Man kann dann immer eins von beiden abschalten. Zumindest ist das recht empfehlenswert, wenn es funktionieren soll. Und damit das Gerät auch als USB-Client erkannt wird, liegt hier auch der 1,5 Kiloohm Widerstand. In den neueren Modellen ist der abschaltbar. In den Classics leider noch nicht, da muss man dann ein bisschen basteln, da muss man den Widerstand dann im Device rauslöten. Ist ein bisschen schade, aber das ist auch so ein Gefallen, den TomTom uns getan hat. Wir haben also darum gebeten, dass man diesen Widerstand bitte abschaltbar machen kann und wir haben das gekriegt. Das war also eine recht nette Sache, weil es TomTom so eigentlich gar nichts bringt, aber man kann jetzt also dann hergehen und kann, wenn man sich ein Kabel baut, auf dem nochmal diese beiden 15 Kiloohm Widerstände, die auf Hostseite gebraucht werden, einfach drin sind, kann man, ist eine triviale Lötübung, dann kann man einfach einen USB-Hub anschließen oder ein USB-Gerät. Einen kleinen Haken hat die Sache noch, das TomTom hat keine 5 Volt zur Verfügung, das heißt, es kann auch kein USB-Gerät versorgen, das heißt, man muss einen Self-Powered-Hub daran anschließen und daran seine Geräte, aber das ist eigentlich kein Problem. Oder man kann das so machen, dass wir haben das hier irgendwie gemacht, dass wir der Christian hat es gemacht, dass man die Netzteilbuchse durchverbindet und dann da die 5 Volt verwendet, dann geht es halt nur, wenn es angesteckt ist, aber irgendein Weg findet sich da schon. Also die Folie ist quasi der Weg zum Ziel für alle, die USB-Geräte an dem Go angeschlossen haben wollen. So sieht es übrigens beim Go 700 aus, wenn man den USB haben möchte. Da führt ja die Buchse, die hinten dran ist, nur zu dieser komischen Bridge. Und wenn man den echten USB haben möchte, dann muss man hier diese beiden Lötpunkte anlöten. Das ist also nur mit spitzem SMD-Lötkolben und einiger Erfahrung zu empfehlen. Sonst wird das Gerät ganz schnell zum Briefbeschwerer. Also für das Go 500 ist da eigentlich eher der Weg zum Ziel. Gut, kommen wir zu der Treiberunterstützung im Kernel. Wie schaut das Ganze aus? Wir haben den Display-Treiber einfach als Framebuffer reingemappt. Das ist ein normaler Framebuffer-Treiber. Es gibt eine kleine Blödheit an der Sache. Das Display ist nämlich so ein Display.
und es liegt eigentlich quer auf der Seite im Gerät eingebaut. Das heißt, wenn man jetzt erstmal eine Framecop-Buffer-Konsole darauf aufmacht, dann steht die erstmal so. Und wenn man irgendwelche Anwendungen haben möchte, die darauf zugreifen, dann muss man das Ganze um 90 Grad drehen, geht aber eigentlich. Der Zugriff ist wie bei Framebuffer üblich via DevFB0, ist kein Problem. Sound ist ein bisschen so eine Geschichte, da haben wir auch gewaltig mitgemischt. Wir haben nämlich für die Freisprechereinrichtung einen Soundtreiber neu entwickelt. Die Firma, die Echo Cancellation geschrieben hat für das Ding, hat nämlich einen Soundtreiber haben wollen, der 4 Millisekunden Latenz hatte. Das heißt, wir haben das dann auch Cool Sound genannt und da gibt es ein eigenes API. Wir haben allerdings eine OSS-Emulation dafür nachgerüstet. Das heißt, man kann da einfach einen M-Player oder einen Mat-Play oder was auch immer drauf starten. Das Ganze ist also kein proprietäres API. Wir werden das Cool Sound vermutlich auch in unserem OpenTOM dokumentieren, sobald wir Zeit finden. Aber wie gesagt, es gibt die OSS-Emulation und wir haben einige Anwendungen da drauf laufen. Wir werden nachher auch noch was zeigen. Ist also alles kein Problem, nicht dringlich. Das GPS hängt einfach an einem seriellen Port. Hier steht auch an welchem. Es gibt ein bisschen ein zusätzliches Feature beim TomTom. Es werden nämlich vom Treiber Timestamps eingefügt. Die werden benötigt, um das Ganze mit dem Beschleunigungssensor zu korrelieren. Aber wenn man die ignoriert, dann hat man ganz normales GPS nach NMEA-Standard und kann da jede beliebige Software dran anflanschen. Es gibt den Beschleunigungssensor. Den kann man einfach als Character Device öffnen, der liefert dann solche Structs ab und da kann man sich dann drüber informieren, ob das Gerät gerade auf den Boden gefallen ist oder ob der Autofahrer schon im Graben liegt, was auch immer. Wir haben den Touchscreen, das ist ein Character Device, momentan noch proprietär. Wir haben allerdings auf unseren Goes jetzt seit vorgestern aus gutem Grunde, der kommt dann nachher, ein Event Device nachgerüstet, das ist über den Standard Event Treiber. Also auch da ist in Kürze für eine freie Lösung gesorgt. Die Power-Taste macht das sowieso schon, die liefert sowieso schon Event-Ereignisse ab. Die Fernbedienung tut es noch nicht, aber da wollten wir, glaube ich, auch noch mal Hand anlegen. Also das werden wir auch noch reparieren, zumal man das auch einfach kann, weil der Code für die proprietären Treiber ist also im Kernel und man muss da einfach an die richtige Stelle noch das Event erzeugen und dann ist das gut. Ja, was funktioniert denn schon? Vielen Dank an dieser Stelle noch an den Dritten im Bunde, den Matthias, der sitzt daheim, der ist leider nicht mit uns mitgekommen. Der hat über die Weihnachtsfeiertage noch die ScumVM gerichtet und es funktioniert richtig gut, richtig laut und man kann tatsächlich mit dem Touchscreen da drauf rumdrücken. Einige haben es schon gesehen. Wir werden das auch im Anschluss, denke ich, nochmal zeigen. Wer sich dafür interessiert, kann gerne zu uns kommen. Wir haben jetzt hier noch eine Rückfahrkamera, das heißt, man kann da einfach so eine USB-Kamera anschließen und kann dann das Bild da drauf ziehen. Man sieht hier gerade mich, wie ich versuche, die ganze Apparatur zu fotografieren, allerdings recht erfolglos, wie man dann auf dem Bild sieht. Das ist also so der aktuelle Stand. Wir haben eigentlich noch mehr. Es gibt also auf opentom.org gibt es auch ein Media Player Image, mit dem man MPEGs, MPEG 4, MPEG 2 funktioniert, glaube ich, abspielen kann. Leider noch ohne GUI. Das heißt, das Ding spielt einfach, was auf den Karten ist. Wir haben alle im Forum haben wir es gefunden, die gucken damit also ganze Filme. Und wir haben es auch mal ausprobiert, Simpsons-Folgen gucken oder so, geht wunderbar. Also fürs Auto, wenn man dann im Stau steht, das kann man schon den Kindern hintergeben, dann sind die ruhig. Ja, ist eine super Sache, weil wenn man dann steht auf der Autobahn, braucht man das Navigationssystem eh nicht mehr. Und dann kann man das gleich anderweitig verwenden. Was haben wir noch für Ideen? Wir haben natürlich jede Menge Ideen, aber die Ideen, die wir auch planen zu realisieren, da sind wir vorhin drauf gebracht, waren markantes Server via Bluetooth verwenden. Also so ein Ding ist ja recht unauffällig und es vermuten relativ wenige Leute, dass jetzt gerade das Navigationssystem hier die geheimen Keys hält. Man könnte irgendwie Radarwarner, irgendjemand hat uns erzählt, wir sollen ein Software-Defined Radio anschließen. Das wäre eigentlich keine schlechte Idee. Aber naja gut. Was anderes, was wir in näherer Zukunft vorhaben, ist die Anbindung an die Motorelektronik via CAN-Bus. Also es gibt so USB auf CAN-Bridges und so. Und also wir hatten für den ersten Moment erstmal dran gedacht, nur Daten auszulesen, aber
Ich weiß nicht, ich spiele momentan ganz gern dieses Need for Speed Underground, da kann man auch immer diese Kurven verstellen und die Autos fahren dann schneller. Gut, also hier sind noch drei URLs, jetzt noch nicht abhauen, wir haben noch was vorbereitet. Ich habe nämlich hier extra, um es zu demonstrieren, Feindbetriebssystem gebootet, wir haben ein Windows. Ich möchte nämlich zeigen, dass hier also selbst für den Windows-Benutzer, der sich so ein Ding jetzt zu Hause stehen hat, also so ein Gerät zu Hause hat und sich fragt, was will er denn jetzt damit machen, was kann ich damit machen? dass der also schon gleich anfangen kann, das zu hacken. Wir haben nämlich auf der OpenTOM-Webseite ein Image, was man auf eine SD-Karte kopieren kann. Die steckt man dann in das Bluetooth rein. Der Christian wird es gleich mal zeigen. Da unten ist eine Steckdose. Das ist zufällig auch das Image, was die Webcam anschließt. Das heißt, der Christian schließt da jetzt erstmal einen USB-Hub und eine Webcam an. Ich stecke derweil mal den Bluetooth-Dongle, den wir vorhin für 27 Euro käuflich da draußen erworben haben. Wir haben unseren vergessen daheim. In mein Windows und hoffe, dass es nicht abstürzt derweil. Wir gucken mal, was passiert. Es hat vorhin, das Bluetooth-Icon ist schon weiß. Ich glaube, das bedeutet was Gutes. Der Christian bootet mal das Gerät. Ihr seht jetzt wahrscheinlich relativ wenig hier von dem Ding, die vordersten vielleicht. Also es bootet jetzt ganz regulär, so wie man den Bootloader kennt. Und dann kommt der Bootscreen vom OpenTOM-Projekt. Und es wird jetzt zuallererst mal das Bluetooth an Bord gestartet und dann geht irgendwann die Kamera los. Also man sieht natürlich jetzt irgendwie hier so einen hellen Flecken, weil hier die ganzen Scheinwerfer irgendwie reinstrahlen. Aber naja, vielleicht sieht man ja auch weiter hinten, dass es sich ein bisschen bewegt, das Bild. Ich mache derweil mal was anderes, ich boote mal die Scum-VM, damit wir da kann man zumindest die Musik vorführen, weil das Mikrofon reicht ja für den ganzen Saal. Wie weit ist denn das Bluetooth? Okay, ich kann dann hier einfach auf meine Bluetooth-Places klicken, hoffen, dass das Fenster irgendwann mal kommt. Genau, jetzt möchte ich die Devices in Range sehen und da sehe ich auch schon den OpenTOM-Desktop. Das möchte ich jetzt, Discover Available Services möchte ich, LAN Access Point on OpenTOM, das hat das Image jetzt also aufgemacht und ich kann den jetzt, glaube ich, mit einem Doppelklick connecten, genau. Wir benutzen das. Could not connect to the remote devices, funktioniert gerade nicht. Ich muss nochmal scannen, meint der Christian gerade, weil es hat jetzt eine andere MAC-Adresse, glaube ich. Also search for devices in range. Ja, das Gerät hier ist ein Prototyp und da ist im Flash noch keine ordentliche Bluetooth-MAC-Adresse drinnen, was dazu führt, dass es jedes Mal beim Starten zufällig eine auswürfelt, was natürlich dieses so. Windows-Ungeheuer ein bisschen verwirrt. Macht doch mal alle eure Bluetooth-Handys aus, ich glaube, es ist hier ein bisschen, irritiert. Ja, smart. Okay, wir probieren das jetzt nochmal und gehen da mal auf Connect LAN Access Point. Es könnte jetzt funktionieren, vielleicht. Es zeigt was an. Lange Pause ist immerhin schon mal keine Fehlermeldung. Ja, ich kalibriere hier derweil mal den Touchscreen. Geht's noch? Also abgestürzt ist es nicht. So, failed. Mhm. Was machen wir da jetzt? Wir scannen nochmal. So, derweil gucke ich mal, dass ich hier das Monkey Island 2 hier ankriege. Also wir zeigen das auch nachher gern nochmal rum. Das dauert ein bisschen, bis was rauskommt. Jetzt will er einen PIN-Code, jetzt geht's. Da muss man viermal die 0 eintippen. High Security. Und dann kann man sich hier, Enter einfach, ne? Ja. Dann kann man sich hier an dem Ding anmelden. Und jetzt haben wir hier auf dem, das Ding spricht also Point-to-Point-Protokoll. Und jetzt haben wir hier auch eine IP gekriegt, nämlich die 254.2. Und nachdem wir ja mit Bordmitteln unterwegs sein wollen, machen wir da jetzt mal ein Telnet hin auf die 1. Und dann kann ich mich hier schon anmelden. Also jetzt habt ihr die Möglichkeit, hier gut zu treten.
So. Derweil läuft auch hier der Beweis. Ja, es kommt gleich noch, die bessere Musik kommt gleich noch. Aber also wer es kennt, weiß, dass das jetzt das Intro von Monkey Island ist. Es laufen auch die ganzen anderen Spiele, Sam & Max und so, alles was auf 320x240 läuft, die ganzen Adventures, eine super Sache. Der Gameboy-Emulator läuft allerdings momentan nur gedreht, deswegen führen wir nicht vor. Aber eigentlich wollten wir noch, ein Gamepad mitbringen, ein USB-Gamepad und darauf Gameboy-Emulator zeigen. Geht auch. Also ist eine Frage der Zeit nur noch. Ja, wie liegt man in der Zeit? Ziemlich dreiviertel. Ziemlich gut, okay. Ja, dann sind wir jetzt quasi für Fragen, Anregungen, Kommentare, sonstige Dinge offen. Vielleicht an der Stelle nochmal abschließend Dank an einerseits den Matthias, der hier leider nicht dabei sein kann, aber auch viel mitgemacht hat, und an die Firma TomTom, die also nach anfänglichen Startschwierigkeiten da sehr gut mit uns kooperiert hat. So. Nein, das ist leider nicht möglich. Das ist ein Problem. Wir haben versucht, mit TomTom bisher auszuhandeln, ob es möglich ist, Geräte ohne Navigationssoftware zu kaufen. Leider laufen die Lizenzen für die TomTom-Software auch nicht auf anderen Geräten, die man damit kauft. Das ist ein bisschen schade. Deswegen auch der Tipp, das Go 500 zu kaufen. Da ist nämlich nur eine Deutschlandkarte dabei, ist billiger. Beim Go 700 ist ganz Europa dabei. Die günstigsten TomToms, die TomTom Ones, gibt es, glaube ich, irgendwo ab 279 und die gehen dann hoch bis 700 Euro für das Go 700 mit Weltkarte und Festplatte und was weiß ich. Okay, was noch ganz witzig ist, darauf vielleicht noch hinzuweisen, dass TomTom Rider hat eine IP45 Wasserschutz, das kann man sich also tatsächlich aufs Motorrad schrauben und damit dann durch den Regen düsen. Das heißt, wer sich schon immer irgendwie so einen heißen News-Ticker in die Dusche montieren wollte, man sieht hier gerade an dem Top auch ganz gut, dass das Ding halbwegs Feuer hat. Also der Task hier jetzt gerade die Webcam mit 12 Frames pro Sekunde rüber zu kopieren auf dem Bildschirm, braucht jetzt so 10% CPU. Ein Matplay aus Erfahrung braucht ungefähr 20 bis 25. Also man kann da schon ein paar Sachen drauf machen. Man kann, also wenn man es richtig kodiert, kann man richtig flüssig Video gucken. Noch Fragen, Kommentare, irgendwas? Ja, ich hatte eine Frage. Ja. Da stehe ich. Ja. Und zwar, welche Hardware man haben will, weil man könnte jetzt zum Beispiel auf die Idee kommen, einen 500er zu haben und da jetzt IDE dran zu fädeln, weil man ja zum Beispiel eine kleine Notebook-Platte hineintun will, um seine ganze MP3-Musik und alles, was man so beim Autofahren haben will, dabei zu haben. Das kann, also IDE anfädeln an den Go 500 ist eine ziemlich schwierige Sache, weil das musst du an den Bus hängen, aber du kannst dir einfach, du hast ja den USB-Host und kannst da dran ein Storage-Device hinmachen, also einfach einen externen Festplattenrahmen. Das funktioniert, das haben wir auch schon gemacht, das ist perfekt. Ja gut, das ist klar, dass es funktioniert. Mir ging es jetzt nur darum, ob die hardwaremäßig ähnlich sind, die Devices, dass man wegen irgendeinem IDE-Ding nicht bestückt ist. Nein. Oder ob die, was weiß ich was, per Widerstand ausgeschaltet sind oder sowas. Es sind praktisch alle Modelle vom Platinen-Layout ähnlich, Ausnahme des 700, und zwar ist da, wo der SD-Card-Slot ist, praktisch die Bridge für den USB, also dieser Controller-Chip, und dort liegen dann auch die ganzen Busleiterbahnen hin und die liegen halt bei den anderen Geräten überhaupt nicht raus. Die das RAM und das Flash ist direkt auf der Unterseite unten gegen die CPU, also spiegelverkehrt gegengelötet, das heißt, es geht gerade durch die Platine über Vias durch, da hat man keine Chance ranzukommen, das ist alles BGA. Okay, das wäre nämlich die zweite Frage, was BGA ist. Also da drin ist SMD-mäßig, ich glaube, man nennt es Fischfutter, das Zeug. Das ist
so ätzend futzelig, dieses Foto da vorhin mit den zwei Drähten für den USB-Host am Go 700. Ich habe da eine Stunde rumgefummelt, bis der Scheiß da drinnen war. Das ist echt tödlich. Das, der IDE-Controller ist auf dem Chip drauf, dass das irgendwie so ein System on Chip ist, wo das dann mit bei ist, nein, wo man das hinmachen muss, oder? Da ist kein IDE-Controller drauf, die Platte hängt am Bus. Ach so, die haben also dann irgendwie die Chip-Enables dann das ja irgendwo ausdekodiert und das hängt am Isar-like-Bus, hängt dann die Platte dran, so wie früher beim XC oder beim AT. Exakt, genau. Ja, das ist fein, ja. Ach, du willst an den Bus? Ja, man will vielleicht an den Bus, um damit Spaß zu haben. Das geht beim 700er, ja. Die kriegst du auf einem schönen Compact-Flash-Stecker innen drin rausgeführt. Ah, okay. Yep. Wie sieht das aus mit Netzwerk, WLAN? Habt ihr vorhin gesagt, wegen Wardriving und so weiter, per USB, oder? Ja, wir hatten schon einen Ethernet auf USB-Dongle drauf und es spricht nichts dagegen, dass ein WLAN auf USB-Dongle funktioniert. Es funktionieren alle USB-Geräte, wo es Treiber für gibt. Den WLAN-USB-Stick, den wir gekauft haben, habe ich leider vor zwei Wochen in der Lötaktion in einen Briefbeschwerer verwandelt. Wir wollen uns morgen beim K&M-Shop noch einholen. Okay, alle Treiber, wo es... Also alle Module, wo es Treiber für gibt, was habt ihr für einen Kernel verwendet? 2.6er aktuell? 2.6.13 ist aktuell und dafür gibt es alle Quellen, alle Treiber mit allen Quellen auf der TomTom-Webseite. Gut. Ja, und natürlich auf der Webseite vom OpenTom-Projekt. Also der TomTom-Kernel ist der mit den Navigationsprogrammen ausgeliefert wird und der OpenTom-Kernel hat tendenziell immer noch ein paar Features mehr drinnen. Eine Kleinigkeit gibt es vielleicht noch zu sagen, das Ding hat einen SD-Karten-Slot. Wer gut aufgepasst hat, weiß, dass die SD-Karten-Unterstützung im Linux-Kernel nicht so wirklich der Hit ist momentan. Es gibt im TomTom-Kernel einen SD-Kartentreiber ab der nächsten Version, die von TomTom released werden wird. Das wird in Kürze passieren und der SD-Kartentreiber da drin wird 6 bis 8 MB die Sekunde können. Also das nur kurz zur Vorabinfo, also auch das Problem wird an der Stelle gleich mitgelöst. Wäre es möglich, in den SD-Slot auch SD-IO-Karten zu stecken? Wenn du einen Treiber dafür schreibst, gerne. Ich hatte schon mal die Idee, mir ist es dann verboten worden, weil wir angeblich zu wenig Zeit haben und außerdem mal alles viel besser an USB stecken kann. Also das einzige SDIO-Gerät, was ich gefunden habe, war eine WLAN-Karte. Aber gut, man könnte sie in ein unmodifiziertes Go stecken. Das wäre vielleicht nochmal ein Grund. Also prinzipiell ist das möglich, du musst halt im Kernel den SDIO implementieren. Okay. Das ganze USB-Zeug ist doch Ist doch schweinelahm, das Zeug. Ist doch USB 1.1, oder? Ja, aber es reicht, um MP3s zu spielen. Und es reicht, um WLAN drüber zu machen, also es geht ganz gut. Aber wer will denn WLAN mit 500 Kbit pro Sekunde oder so? Wo willst du es denn hinkopieren? In die 32 MB RAM? Aber du willst vielleicht was sniffen. Du willst vielleicht was sniffen, was schneller ist als dein Gerät. Gerade ein Erfahrungswert, also Ethernet, ich weiß nicht, wie es mit WLAN ausschaut. Ethernet habe ich probiert über das Go, da gehen über den USB-Port, wenn nichts anderes dran hängt, 4 MB die Sekunde drüber. Da hinten war eine Frage. Wenn ich mein OpenTom anschließe, habe ich ja kein Navigationssystem. Wenn ich das Navigationssystem boote, habe ich kein OpenTom. Ihr habt ja gesagt, dass TomTom so eine tolle Firma ist. Gibt es da Bestrebungen, dass man das auch in die eine oder die andere Richtung implantieren kann? Also dass ich mein Navigationssystem starten kann oder wenigstens problemlos da wechseln kann? An der Stelle kommt das TomTom SDK ins Spiel und zwar kann man über eine Skriptsprache in das Menü eigene Buttons einbauen, also in die TomTom-Applikation. Und darüber ist es dann natürlich leicht möglich, irgendwas Eigenes zu starten, was die Kontrolle übernimmt, also im Zweifelsfall ein Kill-All auf die Navigationssoftware macht. Naja, und der Rückweg ist ja sowieso klar, wie man den wieder hinkriegt. Es ist momentan noch ein bisschen das Problem, dass die TomTom-Software sehr viele proprietäre Interfaces im Kernel hat, die zwar dokumentiert sind durch den Quellcode, die allerdings halt nicht auf die Linux-Standards basieren. Wir versuchen, die so ein bisschen in die richtige Richtung zu schieben. Das ist uns in vielen Fällen auch schon gelungen. Und ich denke, wir werden da weiter ganz gut unterwegs sein. Das heißt also, die Geschichte OpenTom und TomTom-Kernel werden hoffentlich irgendwann eines werden.
vielleicht, man weiß es nicht, aber man kann zum Beispiel Applikationen auf dem OpenTom-Kernel mit dem ganzen Bluetooth-Zeug entwickeln und dann in ein TomTom-Image reinkopieren. Noch Fragen? Noch Fragen? Halt, eine Frage haben wir noch. Ein USB-DVB-T-Stick wurde da gerade angefragt. Das wurde von uns noch nicht probiert, mangels DVB-T-Sendeturm nähe unserer Heimat. Aber wir könnten, glaube ich, mal einen Ausflug nach Frankfurt machen, oder? Also ich befürchte, dass das MPEG-2-Dekodieren auf der 400 MHz ARM-CPU doch ein bisschen an die Grenzen stoßen wird. Also man merkt schon heftig, dass es ein Embedded-System ist. 400 MHz laufen oder reichen auf dem Pentium 2 vermutlich schon für einiges mehr aus, als auf dem kleinen Go mit 16 Kilobyte CPU-Cache. Also an der Stelle haut es dann ganz heftig rein. Und also vermutlich wird es gut möglich sein, den Datenstrom DVB-T-mäßig rüberzubringen. Aber da dann ein Bild flüssig rauszuholen und einen Ton, würde ich mal ziemlich, also falls jemand ARM-Assembler richtig krank programmieren mag, kann er es ja mal probieren, aber einfach indem man M-Player da hinkompiliert, denke ich nicht, dass es zu schaffen ist. Sonst noch Fragen? Gut, dann denke ich, verabschieden wir uns, wünschen euch noch einen schönen Abend. Ich glaube, wir sind der letzte Vortrag hier heute und noch die schöne letzte 3 Tage hier.